Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xabrok. Das ist mein Schluck Kaffee am Morgen. Das vertreibt Kummer und Sorgen. Hi Leo. Ja, wie man sehen kann, meine Haare, ja, die sehen schrecklich aus. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen, denn aktuell haben keine Friseure offen. Und ja, mich regen meine Haare immer auf. Die sind jetzt frisch gewaschen. Und ja, Katastrophe, ja. Die machen, was sie wollen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und morgen sehen sie dann so schlimm aus, dass sie mich zu Weißglut treiben. Und ja, ich kann sie also theoretisch jeden Tag waschen, am besten morgens und abends, damit ich am Morgen irgendwie halbwegs vernünftig aussehe. Ja, das geht natürlich nicht. Deswegen lasse ich mir jetzt die Haare schneiden. Wir probieren jetzt einfach selber mal aus. Xena hatte mal vor einigen Jahren mal versucht, die Haare zu schneiden, als wir kein Geld hatten. Du hast mich gezwungen. Ja, ja, genau. Ich habe sie gezwungen dazu. Ich persönlich fand es besser als so. Es sah katastrophal aus. Ja, es sah schlimm aus, ja. Aber es sah besser aus als so. Und wir haben ja verschiedene Stufen, ja. Also wir können erstmal ein bisschen schneiden. Wenn das nichts ist, können wir ein bisschen mehr schneiden. Und wenn es gar nichts ist, können wir es halt wegmachen. Ja, er wollte einfach 3 mm kurz. Dann habe ich gesagt, dann versuche ich jetzt zumindest mal die Frisur, die da noch irgendwo ist, so ein bisschen zu rekonstruieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und dann kann er immer noch... So schlimm wird es nicht werden, aber... Genau, ja, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie selber hinkriegen. Das ist natürlich nie so einfach, weil Friseur ist natürlich ein gelernter Handwerksberuf, den man lange üben muss. Und selbst wenn man fertig ist, kann man es teilweise immer noch nicht so gut. Und nicht umsonst müssen die Azubis erstmal an Puppen sozusagen üben. Oder müssen sich irgendwelche Freiwillige suchen. Naja, auf jeden Fall, ja, genau, das ist gar nicht so einfach. Und ja, aber so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das macht mich wahnsinnig. Und ja, genau. Xion watschelt die ganze Zeit rum. Doch, du kleine Watschelente. Hast du eine Schere geholt? Watschelente. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Mein Pranger, mein Galgenstuhl steht da vorne schon. Und ja, probieren wir mal. Wird schon schief gehen. Setz dich! Ja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Xion macht das schon irgendwie. Ja, genau, ich mache das schon. Wichtig ist ja eigentlich, hier die Seiten ein bisschen frei zu kriegen irgendwie und vorne und einfach. Mach's wie bei Homer die letzte. Die war doch gut, oder? Und das war eine perfekte Frisur. Wir haben ja nicht mal eine Schere dafür. Nee, wir haben nicht mal eine Schere. Wir haben eine Maschine da, ja, die eigentlich für Bart da ist. Und wir haben auch mal, also ich habe zumindest mal ein paar Anleitungen gelesen. Es ist machbar, benötigt aber halt auch einfach Übung. Wenn man das noch nie gemacht hat, wie soll das funktionieren? Ne? Wenn die Haare weg sind, sie weg, dann kann man nicht weiter üben. Wieder dran kleben. Ja, und genau, wir haben diese Maschine, die kann man auf 3,5 mm einstellen. Das ist immerhin ein bisschen was. Ich bin froh, dass ich einen Kamm habe. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Kamm, den Winkel versuchen, immer beizubehalten und dann ist es mit der Maschine. Ich will halt nicht so viele einmal. Was? Also diese Locken müssen halt auf jeden Fall weg. Okay, natürlich jetzt mal hier. Schritt für Schritt. Ansonsten nochmal ein Sidecut irgendwie. Ach so, oder so. Hast du ein Handtuch rum oder so? Ach so, ja, so vielleicht ist das irgendwie. Leo tut mich unterstützen. Ich glaube, da kann ich echt die Küchenschere benutzen. Ja, da muss ja so viel ab da unten, da kann ich ja wirklich die Küchenschere benutzen. Warte mal. Ja, deswegen macht der Friseur das wahrscheinlich auch erst mit der Schere und danach mit der Maschine. Aber die ist so riesig. Naja, egal. Solange mir kein Ohr abschneidet, ist alles gut. Das Ohr ist ja nicht hier. Ich habe in einem Guide gelesen, bitte keine Küchenschere benutzen. Warum? Weil zu groß und zu schwer. Ja, weiß nicht. Man schneidet soll... auch die Haare gar nicht gescheit. Ja, genau. Die reißt wahrscheinlich mehr als sie schneidet. Aber, ach so, deswegen nicht benutzen, weil sie die Haare kaputt macht? Oder ja, warum? Nicht weil sie so schwer oder groß ist, sondern weil es einfach eine Küchenschere ist und keine Haarschere. Okay. Aber wir haben mit... Ich versuche es nochmal mit der Nagelschere. Mehr Auswahl habe ich nicht. Die schneidet auf jeden Fall besser. Aha, okay.
Du willst mich nervös machen, ja, ist gut. Ja. Das klappt. Oh Gott. Hey, das ist doch schon mal. Und ab mit der Locke. Oh Gott. No, weg ist sie. Hey, aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Diese Seiten. Ja. Also auf jeden Fall besser als vorher. Das könnte was werden, ich glaube mal. Ja, besser als vorher. Jetzt sieht es noch komisch aus, wie da vorne so langsam, ja, wenn die jetzt kürzer werden. Ja. Vielleicht wird es sogar was. Sie macht das tatsächlich gar nicht so schlecht, also muss man schon sagen. Weiter geht's. Du willst mich nur motivieren. Na, ich finde das wirklich, also wenn man die, nachher wenn du das Video bearbeitet siehst und du siehst das, was vorher und wie es jetzt aussieht, da wirst du wahrscheinlich selber auch sagen, okay, wow, habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Also, ja, es sieht jetzt auch, wenn ich mich so drauf fokussiere auf so einzelne Stellen, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Ist auf jeden Fall so, dass man sich wieder rausbauen kann. Weil aktuell gehe ich immer mit Mütze raus und das geht aber nächste Woche nicht mehr, weil es 20 Grad hat. Und das sieht dann ein bisschen aus. Ich bin nicht DJ Ötzi oder sowas, bei dem man das machen kann. Aber bei mir, das, ja, doch, es ist besser als, ja. Man muss sich halt irgendwie helfen. Ich bin ja auch noch nicht fertig hier. Na, ich mach gerade nur erstmal noch, die Löckchen. Noch kannst du es voll verkacken, das stimmt. Noch so ein bisschen so lalala, schlimm, schlimm. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Ich glaube, du bist fertig. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, ich kann es nur noch schlimmer machen, wenn dann. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe jetzt die letzte Stunde ungefähr nicht mehr geguckt. Und es, also anfühlen tut sich kurz und wie bei, als wenn ich vom Friseur gerade frisch gekommen bin. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich glaube, okay. Boah, die hat sich echt Mühe gegeben. Ich bin echt mega, mega gespannt. So, ich habe jetzt rundherum einmal gefilmt und ich schaue, Max Sorg schaut sich das jetzt an. Ich schaue mir das jetzt mal an. Was er dazu sagt. Ich sehe ja schon von vorne mich. Aber krass, also es ist, glaube ich, echt mega kurz geworden. Oha, ja, nicht schlecht. Krass, du hast die Ohrmuffel gut hingekriegt. Hinten auch. Boah, krass. Okay, ich bin echt geflasht. Also sie hat das, glaube ich, echt gut hingekriegt. Also sie hat das ja nicht gelernt. Das ist das zweite Mal, dass sie mir die Haare geschnitten hat. Das letzte Mal ist, keine Ahnung, vor, 10 Jahren oder so gewesen. Muss ich hier auch einmal rumgehen. Also das ist halt wirklich, wirklich... Hier so Pony, man sieht es ein bisschen schlecht, wenn das Licht von der anderen Seite kommt. Gut, hier habe ich ganz bisschen, so sieht man es, glaube ich, hier so ein bisschen verkackt, aber das ist nicht so wild. Ja. Und hinten ist eigentlich ganz okay geworden. Ich weiß nicht ganz gerade, sehe ich, naja. Ja. In einer Woche sieht es eh wieder aus wie Raupt und Rüben. Von hier sieht es gar nicht schlecht aus. Also es hat, hast du echt super gut hingekriegt. Also sie ist jetzt auch echt wieder knapp 2 Stunden am Schnüpfen. Das ist ein großes Lob. Ja, es hat echt gedauert, bis ich das Prinzip so ein bisschen raus hatte. Die ganzen Haare drauf. Oh, so viel. Oh, so viel Haare. Und mein Rücken piekst seit gefühlt etwa einer Stunde so schrecklich. Und ich hab's halt da hinten nicht gescheit zugekriegt. Ich bin jetzt froh, es loszuwerden. Ja, darfst du. Das ist wie so ein kratziger Wollpulli. Hier ist auch alles voller Haare, die Kamera ist voller Haare. Ja. Der Tisch ist hier voller Haare. Wie geht's? Ich sehe wieder ansehnlich aus. Dank ihr. Boah, krass. Ist echt gut geworden. Also... Dafür, dass sie das nicht gelernt hat oder so, sondern einfach so, ja. Es ist natürlich nicht perfekt und ein Friseur wird wahrscheinlich irgendwie erkennen, ach du Scheiße. Vielleicht aber auch nicht. Ja, es gibt schon so ein paar Stellen, wo ich sage, naja, die sind jetzt nicht gerade so doll geworden, aber das Gesamtbild stimmt einigermaßen. Ja, jetzt sind wir wieder da, gell, Emi? Die Hunde waren jetzt 2 Stunden ausgesperrt. Ja. Nee, es ist echt gut geworden. Sieht echt super aus. Ja, ja, du... Hat sie echt gut gemacht, kann man schon sagen. Ja, von vorne, wenn man dich jetzt nur so kurz sieht, dann der erste Eindruck ist gut. Ich finde auch von der Seite sieht es echt gut aus. Oh, ganz viele Haare hinter den Ohren. Ja, die fallen irgendwann runter. Danke. Bitte. Kannst du echt stolz drauf sein, wirklich. Also, nicht schlecht. So mein Kunstwerk. Sie so, oh, das wird nichts. Oh, oh mein Gott. Ah. Aber, klasse, echt. Also ich... Hätte ich das selber gemacht, das wäre niemals so gut geworden. Es war auch gut, dass noch eine Frisur so im Groben vorhanden war. So hier da vorne, die Haare waren ja noch so ein bisschen zurechtgeschnitten. Und ich weiß ja, wie du sie jetzt immer hast. Und habe ja auch so ein paar Mal beim Friseur zugeschaut. Ich glaube, das war schon ganz gut.
Da stellt es immer ein bisschen auf, aber ja, das legt sich wahrscheinlich auch noch. Okay, schauen wir mal. Ansonsten müssen wir irgendwas machen. Ja. Nee, sieht echt super aus. Toll. Vielen Dank. Gerne. Jetzt drehe ich mich ja wieder raus. Die Amy findet es auch gut. Oh, mich juckt es immer noch überall irgendwie so ein bisschen. Aber das geht auch noch vorbei. Ja. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr denkt dazu. Ob es gut aussieht, ob es nicht so gut aussieht, ob wir es hätten lassen sollen oder ob ich es hätte machen sollen. Und ja, ich er wollte auch 3 mm kürzen. 3,5. Okay. Außerdem wollte ich mit einem Kamm drunter gehen, das war der Plan gewesen. Ja, ja. Und dann hätte ich versucht, irgendwie, keine Ahnung, Stufen reinzukriegen oder so ein Fading, nennt sich das ja, glaube ich, oder so. Ja, keine Ahnung. Hätte ich wahrscheinlich nicht hingekriegt, aber vor allem nicht gerade. Was ist mit euch los? Alles ist gut. Ja, was ist los? Wir waren 2 Stunden eingesperrt. Ja. So. Nicht die Hunde waren eingesperrt, wir waren eingesperrt. Sie waren ausgesperrt. Ja. Wir werden jetzt was essen, dann spazieren gehen und dann ist der Tag eh schon wieder fast vorbei. Krass. Das hat schon gedacht. Also mich hatte echt, ihre Ausdauer hat mich ehrlich gesagt verwundert. Mir hat schon der Arsch weh getan. Das Schlimme ist, ich bin echt ein Perfektionist. Wenn ich was anfange, dann kann ich nicht aufhören, bis es perfekt ist und es wird nicht perfekt. Ich wollte eigentlich auch gar nicht auf mein Handy schauen oder sowas, weil ich das respektlos finde, wenn sie sich so viel Arbeit macht und ich schaue dann auf dem Handy rum. Aber, boah, das ging nicht anders. Vor allem wollte ich dann ganz kurz gucken, wie man das am besten so Stufen schneidet. Und dann hatte ich das Handy in der Hand und ich dachte, ach, egal. Ja, ich gucke jetzt Friseur weiter. Auch, ist doch in Ordnung. Ich schaue beim Friseur an, nicht ins Handy. Ja, gut, die ist auch wesentlich schneller. Oder der. Ja, das stimmt. 15, 20 Minuten, dann ist nicht fertig. Ich musste das erstmal. Am Ende sah es hier hinten schon ganz okay aus. Aber die waren noch viel zu lang, es sah irgendwie komisch aus. Ja, auch also, an den Seiten habe ich schon gemerkt, so okay, da muss noch, muss noch ordentlich was weg. Und dann irgendwann hatte ich das Prinzip verstanden und dann habe ich radikal alles weggeschnürt. Ja. Und es fühlt sich auch hinten so an, als würde ich auch vom Friseur rausgekommen. Ich habe auch das gleiche so dieses gemacht. Stachelige. Das die, ja, weil die auch immer da hinten einen Teil wegrasieren. Ja. Das habe ich auch gemacht. Das ist echt... echt gut geworden. Und was man auch sagen muss, sie tut mir nicht so viel weh wie mein Friseur. Also, die wahrscheinlich jetzt das Video sieht, das fällt mir nämlich gerade ein, die schaut nämlich in unsere Videos. Oh. Okay, wie ist das Resultat? Habe ich mich gut gemacht? Ja, mal gucken, ob sie es sieht. Ich werde sie auf jeden Fall irgendwann ansprechen drauf. Vielleicht fange ich ja bald bei euch an. Ja, genau. Nadel, also die ist nicht so zimperlich. Wie sie. Ja, immer so, oh, jetzt habe ich dich gepiekst. Ich so, echt, habe ich nicht gemerkt. Oh, jetzt habe ich dich gepiekst. Ich so, nö. Also sie ist da schon sehr vorsichtig. Ja, ich hab dich auch gern. Ja, es ja. Tut mir leid, wenn ich dir mit der Schere da reinpiekse. Na, die Friseurin ist eigentlich voll cool. Ich mag die. Die ist die super nett. Sehr lebhaft, aber sehr, sehr angenehme Person. Mit der kann man echt super reden und sie mag auch Hunde und wenn jemand Hunde mag, hat die Person sowieso schon bei mir gefunden. Genau, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal ein anderes Video, warum nicht, ne? Man muss sich halt irgendwie, ja. Nee, war auch mal eine Erfahrung. Ich habe, das macht jetzt die Erfahrung, wo du mich davor, das ist ja schon über 10 Jahre her, wo du mich gezwungen hast. Spielen? Okay. Und da habe ich es ja richtig verkackt. Da waren deine Haare aber auch so lange. Und ich hatte ja keine Ahnung, was ich tun muss. Und ja, da sah es richtig scheiße aus. Aber jetzt bin ich echt ein bisschen Spaß. Ja, ich fand aber auch damals das besser, was du gemacht hast, als wie es vorher aussah. Mag schon sein. Weil das davor, das war... Also ich merke es mir, ich komme die nächsten Male wieder mit zum Friseur und gucke wieder genau zu, was zu tun ist. Ja, genau. Ja, das hat sich schon gelohnt. Das ist aber lauter Staub in den Haaren von dem Kamm, sorry. Ja. Ich bin nicht der Kamm mal sauber. Genau, weil ich schon ab und zu zugeguckt habe, einfach, wenn ich halt dabei war, weil ich auch beim Friseur war oder, keine Ahnung, einfach dabei war, dann, ich gucke da dann automatisch zu. Ich finde das interessant. Ja. Und dann sieht man ja so ein bisschen, wie die das machen. Ja. So, kleine Wonneproppen. Oh, boah, was war ein Bauch. Das sieht man im roten T-Shirt, ist natürlich auch gut. Ja. Deine Mama, wenn du das irgendwann siehst, kann dir die Haare schneiden. Meine Mama hat mir auch immer die Haare schneiden. Gut, die hat Friseurin gelernt. Es hat trotzdem, ja, die hat das tatsächlich gelernt gehabt, genau. Die hat auch uns immer die Haare geschnitten. Macht natürlich noch ein bisschen was aus.
man spart sich echt viel Geld. So ein Friseur ist nicht billig. Vor allem, wenn man oft geht. Ich muss dann nur schneller werden, wenn du mich jetzt noch öfters dazu nötigst. Ja, das wird ja dann auch schneller. Okay. Ne? Weil das vielleicht. Hat jetzt schon lange gedauert. Was macht man da? Mann, Mann, Mann. Ja, das stimmt. Das hat jetzt lange gedauert. Der Stundenlohn von dir ist höher. Ja, das macht dann übrigens 100 Euro, weil ich 2 Stunden gebraucht habe. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Ja, liebe Leute, wir beschäftigen uns mal mit den Hunden, weil die drehen hier gerade am Rad und essen uns mal abends noch was. Ich habe bis jetzt nur gefrühstückt. Und ich bin hatte so viel Vertrauen, dass ich auch fast einschlafen konnte. Echt so, es war irgendwie angenehm. Jetzt bin ich im 9. Monat und ich bin da 2 Stunden rumgestanden. Ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, boah, die steht da jetzt 2 Stunden. Der ist so brav. Der hat mich überhaupt nicht gestört dabei. No. Der hat gedacht, ja, Papi muss eine gute Frisur haben zur Geburt. Ja, vor allem für die ganzen Fotos dann, ne? Ja. Da. Zoomst du gerade? Nee. Es hat gezoomt. Echt? Wo ist denn der Knopf da? Nee. Es hat nicht gezoomt. Nee, ich dachte, es hat gezoomt. Du hast gezoomt. Du bist mal rein in ihre Hand. Genau, nee, man will ja dann auch Fotos machen. Dieses Erlebnis ist ja nur einmalig und deswegen konnte ich ihre Sorge auch verstehen, dass sie gesagt hat, wenn es dann voll scheiße aussieht und wir machen dann Bilder, das hätte ich verstanden, dass du das doof findest. Wenn man sich irgendwas einfallen lassen müssen. Und aber so. Jetzt können wir Bilder machen. Ja, jetzt können wir Bilder machen. So. Das ist ja das nächste. Fotograf hat ja auch wahrscheinlich keiner offen. Nee. Wir dachten, wir machen Babybauchfotos, aber da wird es wahrscheinlich keinen Fotografen geben. Müssen wir irgendwie selber was machen. Aber jetzt siehst du wenigstens wieder gut aus. Ja. Bei mir ist ja zum Glück nicht so schlimm. Die wachsen halt und dann lasse ich sie halt offen oder so. Ja. Ich habe Videos gesehen, Spitzen schneiden. Das kann ja dann als nächstes ich machen. Gehen noch. Okay. Ja. Ich hab sogar witzigerweise von meiner Mutter auf die Spitzen geschnitten. Echt? Mhm. Die hat immer gesagt, kannst du mir die Spitzen schneiden? Okay. Dann habe ich so, sie hat gesagt, ich mache das gut. Und ich glaube, sie hat sogar mal gesagt, ich soll Stufen schneiden. Und dann hat sie mir gezeigt, dass man von unten schräg so reinschneidet, dass das gut geht. Stimmt. Also nicht so die Stufen reinschneiden, sondern so schräg rein. Genau. Und, das habe ich bei dir jetzt auch gemacht. Kam und dann irgendwie willkürlich. Ja, dann sieht das natürlich aus. Ja. Nicht so gerade. Ja. Das wegschneiden. Gerade wegschneiden, also, nee. Gut, machen wir Schluss. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal ein lustiges Video. Werdet nicht zum Leo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.